und willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed. Ja, wir starten direkt in ein Race hinein, in ein Sprintrennen gegen Spike. So, hier sind wir, ne? Ja, verrückte Tour Mittel gegen Spike. Ein Sprintrennen mit unserer schönen Supra. Ja, ich will das fahren. Danke dir. So. Gewinne. Was, gewinne? Was? Ich muss gewinnen. Okay, ich muss gewinnen. Okay, ja, ist okay. Geh mal bitte aus dem Weg. Ich will meinen Pass-Vorteil hier mal kurz ausnutzen, danke. Okay. Spike ist natürlich ganz vorn. Ja, ist klar mit deinem BMW. Das ist der leichte Vorteil, ich weiß. Und ja, der Supra kann quer. Ups. Nein, nicht die Kamera an sich verstellen, das ist uncool. So. Spike, ich muss gegen dich gewinnen, habe ich gehört. Das kannst du mal bitte Platz machen. Geh weg hinter mir. Das ist mir nicht sympathisch, danke dir. Oh, shit. Oh. Wir müssen den Supra echt noch auf Beschleunigung trimmen, habe ich gerade so das Gefühl. Denn wir haben zwar einen geilen Topspeed, aber wir kommen doch sehr... Whoops! Alter, wie riskant war das denn? Ziemlich langsam in die Gänge, wenn ihr mich fragt. So, da vorne haben wir eine wunderschöne Kurve. Okay, zu früh angesetzt und Drift. Geil! Und ja, ich kann mittlerweile driften. Geht weg! Pfui! Ich zieh hier innen durch. Okay. Ich kann zwar mittlerweile driften, aber ich setze die Kurve immer zu eng an. Das ist fucking Kinder. Ah! Ich bin Fünfter. Das ist nicht gerade die Position, die ich halten will. Danke. Ich zieh mal innen vorbei, habe ich gehört. Geh weg! Alter! Alter, was machst du denn? Ernsthaft, was wollte der denn bitte? Wie quer ist denn der gerade gekommen? Geile Kurve. Zu eng angesetzt, wie immer. Ist okay. Okay. Verschwinde. Ich fahre gerade sehr aggressiv, weil ich einfach gewinnen muss. Ich darf hier nicht verlieren, das ist das Problem. Okay, das ist fucking eng da vorne. Oh shit, rum. Okay, die hätten wir deutlich besser erwischen können, die Kurve. Aber ich hatte einfach kein Spiel. Links war die Bande und rechts war die Karre. Ich hätte da nichts machen können, tut mir leid. So, Dritter sind wir. Aber Spike ist irgendwie am anderen Arsch der Welt. Spike, mach jetzt jemand nicht einen auf Proll. Da vorne haben wir ein paar wunderschöne Kurven, wenn wir die hinkriegen. Oh, fuck. Leider zu weit außen angesetzt. Entweder ich fahre zu weit außen die Kurve an oder zu weit innen. Das ist echt nicht schön, Mann. Ich will nur driften können. Wieder zu eng. Amy, ich hab gar keine Zeit. Ja, sprich. Hey, ich mach nur Witze, sonst nichts. Ja, gut. Aber keiner lacht, Manu. Verstehe. Wie gesagt, tut mir leid. Passiert nicht nochmal. Cool. Oh, schön. Okay. Au. Hey, Nubi. Nimm dich in Acht. Ames ist ein zäher Brocken. Ein zäher Brocken? Hast du nichts zu tun? Ja, klar. Ich sehe euch beide später. Ich bin in der Garage. Komm rüber. Wir haben da was zu besprechen. Ist okay, ja. Hab aber gerade zu tun, tut mir leid. Ich bin gleich überfordert mit dem Rennen. Ich bin voll unter Druck, dass ich gewinnen muss. Wenn ich jetzt nur offscreen hier rumdüsen würde durch die Gegend, ich würde die schönsten Paraden hinlegen. Aber ich muss hier gewinnen, also sehe ich hier voll unter Druck. Leute! Oh shit! Taxi! Taxi, Mann! Nein! Okay. Nein! Verschwind mit deinem MX. Okay, die Kurve war gar nicht mal so schlecht. Geil. Oh, hier kann ich meine Driftkiste ausnehmen. Dachte ich. So, doch dann am Ende zu eng angefahren. Komm schon hier. Ah, das war schön. Das war fucking schön. Geil. Spike, I am back. Schön. Schön. Paradebeispiel. Okay, die Karre hier ist mit deutlich im Weg. Spike, pfui, geh weg. Ich zeig dir jetzt mal, wie man im Super driftet. Alter! Easy! Alter, im letzten Moment den Spike noch überholen. Wie schön! Ah! Ich bin gerade ein bisschen stolz. So schön! Geilster Einstieg in eine Folge. Geil! Wie geil war das denn? Ach, schön! Übrigens, für die Leute, die sich wundern, woher kann der Rayon jetzt denn eigentlich driften? Was ist denn passiert? Eine Geisteswandlung? Eine Erleuchtung? Nein. Krieg ich jetzt noch einen Anruf?
Nein, okay. Die Sache ist einfach die, ich kann währenddessen ja mal auf der Karte gucken, wo wir hin müssen. Die Sache ist die, ja, wir haben noch ein zweites Rennen mit Spike und hier haben wir, wir könnten den Drift Train nochmal versuchen, jetzt wo wir driften können. Komm, fahren wir zu, Dingens. Robin heißt er, ne? Ja, Robin. Die Conny ist mir passiert. Die Conny hat mich letztens angeschrieben, also vor 2 Tagen, also für euch vor ungefähr 5-6 Tagen, je nachdem wann die Folge rauskommt, hat mir quasi so Wort für Wort geschrieben: Rayon, das kannst du den Leuten nicht antun. Komm, lass mich dich ein bisschen unterrichten, lass mich dich unter deine Fittiche nehmen. Ja, die Conny hat mir ein bisschen unter ihre Fittiche genommen und mir gezeigt, wie man in diesem Spiel so fährt. Sie hat mich quasi ein bisschen unterrichtet, die liebe Conny. Und ja, ich bin ein anstrengender Schüler, aber mittlerweile geht's. Conny, ich versuche jetzt diesen Drift Train nochmal für dich. Jetzt ist die Probe aufs Exempel. Letztes Mal sind wir mit nicht mal halb so viel Punkten, wie wir gebrauchten. Ja, Robin, ich bin da. Haben wir mit nicht mal halb so viel Punkten, die wir bräuchten, eigentlich abgeschlossen. Mal gucken, ob wir es denn jetzt hinkriegen. Mit der... Oh shit, ja, fahr mir voll die Karre. Nach der Unterweisung von unserer lieben Conny. Was? Bleib bei der Gruppe. Ist okay, ja. Robin! Ach, Gottchen. Du bist eine Frau, das ist ja unglaublich. Echt, sie ist eine Frau? Wirklich? Leute, Drift Train, wir müssen in der Gruppe bleiben, damit das zählt, ne? Das reicht doch eigentlich, wenn ich hinter dem bleibe, oder? Darf ich vor den fahren oder muss ich hinter dem bleiben? Der fährt zu langsam. Kannst du mal bitte in die Puschen kommen hier? Hallo! Fahr mal ein bisschen schneller hier. Zählt der Drift nicht, oder wie? Mann, jetzt bin ich zu weit weg von der Gruppe. Mann! Könnt ihr mal bitte auf meiner Geschwindigkeit fahren, sonst zählt der Drift Train nicht, ihr Dullis. Mann! Robin, geh weg. Alter! Ist das dein fucking Ernst? Aber jetzt streckt sich die Größe der Gruppe ein bisschen. Das ist die Entfernung, wo ich driften darf. Ey, Robin! Definierst du gerade die Gruppe, oder wie? Robin! Hallo, bleib stehen! Sonst zählen meine Drifts nicht, du Dulli! Hallo! Okay, dann können wir jetzt ein bisschen auf Speed machen, wenn Robin die Gruppe quasi definiert gerade. Alter, ja, Passant, ist okay. Ja. Und jetzt kommt hier ein LKW. Alter. Das ist jetzt echt nicht dein Ernst. Der will mich doch verarschen, ne? Robin! Verarsch mich nicht hier. Der leichte Kontrolle ist ja doch da. Alter, Robin, geh weg, du Dulli! Jetzt bleibe ich wahrscheinlich nicht bei der Gruppe, wenn ich vorfahre, ne? Doch, es zählt. Noch zählt. Aber wenn ich zu viel Gas gebe, dann bin ich wieder weg von der Gruppe. Wer siehst du? Mann! Robin, beweg deinen fetten Arsch! Alter, das ist ja nicht normal. Wo ist eigentlich dein Kumpel hin? Mann! Es ist so schwer, wenn man im Drift Train bleiben muss. Man muss immer bei dem einen Dulli dabei bleiben. Also im Moment bei Robin. Hi Robin, I'm back. Ich kann die Geschwindigkeit vom Supra nicht ausdrücken für die Drifts. Das ist assi, Mann. Nee, das ist assi. Robin, komm in die Puschen. Ich kann sonst nicht driften, du Dulli. So, hier mal einen schönen langen Drift, wenn du mich jetzt nicht störst. Robin! Ich hätte das schön runterdriften können, aber nein. Und jetzt fährt sie zu... Robin, ich fühle mich gemobbt von dir. Alter, diese Frau... Zweite Kurve auch noch rüber, jetzt zu eng, ist klar. Okay, ja, komm, in die Buschen. Sag ich, wir brauchen ein bisschen mehr Beschleunigung. Und rüber. Ja! Ist okay, das hat nicht gereicht. Fuck! Mann! Nee, das versuche ich jetzt nochmal. Nee, das wird so nix. Ich will nochmal. Nee, ich fahre jetzt so lange, bis das funktioniert. Weil, ich sag mal so, wäre das jetzt ein normaler Drift, eine normale Drift... Halt die Klappe, Robin, ich will jetzt nicht mit dir reden. Wäre das jetzt eine normale Drift-Challenge, wo mir gesagt wird, da A, da B, von A nach B fährst du und da musst du das und das hinkriegen, die Punktezahl. Easy. Würde ich sowieso schaffen. Aber wenn ich immer auf Robin Rücksicht nehmen muss, dass ich bei ihr bleibe. Nee, komm, Route, jetzt machen wir Teleport. Wir teleportieren uns jetzt. Das kann ja nicht angehen. Ah! Jetzt regt mich ein bisschen auf, ich glaube, man merkt das, ne? Robin, halt die Klappe! Ich hab keinen Bock auf dich, tut mir leid.
So, nächster Versuch. Sauber eingefüllt. Du triffst die Zielpunktzahl mit Robin. Das würde easy funktionieren, wenn das Drifttraining wäre. Ja, okay. So, Robin. Dann gönnen wir uns doch mal ein paar geile Kurven, ne? Du fährst vor, Robin. Du fährst vor. Komm. Komm in die Buschen. So, concentrate. Dreckiger Zivilist, Alter. Noch so ein dreckiger Zivilist. Ah, ich hasse diese dreckigen Zivilisten. Was machen die hier? Es ist nachts. Wo wollt ihr hinfahren eigentlich? Ernsthaft jetzt? Wo wollen die hin? Was hoffen die sich? Warum kannst du mal in die Puschen kommen, sonst ist die Gruppe... Oh, das ist sogar dabei. Das finde ich ganz geil sogar. Okay, ich glaube, wir fahren noch zu wenig Topspeed. Ich muss schneller werden. Robin, du bleibst dran, habe ich gehört, ne? Oh, komm, Traumdrift. Abzieh durch, komm. Ja. Ja, Mann. So, Robin, komm in die Puschen, ne? Das heißt hier Highspeed-Driften, habe ich gehört. Okay, Robin sagt auch Highspeed-Driften. Finde ich sehr geil von dir, Robin. So, komm, jetzt haben wir die Punkte raus. Komm schon, geh quer. Ich bin nicht quer gekommen. Okay. Die Kurve habe ich versemmelt. Die Kurve habe ich versemmelt, gebe ich zu. Aber jetzt komm mal quer. Uah, dreh rum die Karre. Ja, Zivilisten, geil. Aber wir sind der Punktzahl schon wesentlich näher wie im vorigen Rennen. So, hau rum die Karre, geben sie nicht aus. Sehr schön. Hey Robin. Wir sind sau nah dran am Ziel. Robin! Zeig die Olle mich schon wieder ab! Das ist doch nicht mehr fair! Ja, dass es in der Gruppe bleiben muss. Das ist mir bewusst. Danke für die Aufmerksamkeit. Alter, das ist gerade... Alter, Robin, bleibst du mal bitte stehen, sonst zählen meine Punkte. Jetzt zählen meine Punkte. Sehr geil. Schöner Drift. Sehr schön. Wutz. Wir haben es geschafft. Geil. Robin, wir können uns durchfahren. Ich drift nicht mehr. Hi, Robin. Komm, wir hauen jetzt den Highscore raus. Komm schon, Robin. Um die Kurven. Komm, Zimmer rum. Zu früh angesetzt trifft. Scheiße, Mann. Ja, hi. Danke dir. Danke, dass du deine Power beweisen musst. Finde ich schön. Ja, zu früh angesetzt trifft. Geil. Mhm. Aber wir sind im Ziel. Easy. Hab ich gesagt, dass wir das schaffen? Hab ich's nicht gesagt. Mann, geil! Ach, schön, Mann! Ich bin zufrieden. Ich bin fucking zufrieden. Ach, schön. So. Ah! Sauber eingefehlt. Das haben wir auf jeden Fall sauber eingefehlt. Und mit dem Grip Supra haben wir das gemacht. Easy! Danke, Conny! Danke, Conny! Ja, Robin. Das war krass! Die Straßen waren super! Schade, oh, ja. Keine Zeit mehr, muss los. Ich melde mich später. Viel Spaß! Jo, durch, schöne. Geil, du bist auf jeden Fall. Danke an die liebe Conny. Danke an meine liebe Mentorin. Alle mal wieder Hashtag Danke Conny in die Kommis. So, müsst ihr nicht, könnt ihr. So, dann ziehen wir nochmal runter zu Spike. So, ja, Route. Ach, schön. Nein, geh weg bitte, danke. Finde ich geil. Finde ich richtig geil. So macht das Fahren auch viel mehr Spaß, wenn man die Kurven richtig eng nehmen kann. Seht ihr mal? Das war zwar leicht außen gerade, aber passt. Sehr geil. So, schön. Ich stehe falsch rum, ne? Yep. Zimmer rum, das Teil. So, perfekt. Zeitfahren mit dem lieben Spike. Yeah, hier ist mein Mann. Okay, bringen wir es hinter uns. Ja, natürlich bringen wir es hinter uns. So, Spike, Zeitfahren! Es gilt die Zeit von 3:16 zu überbieten. Ja, das sollten wir hinkriegen. Lass beschleunigen. Komm schon, hier geht's um Zeit. Wir brauchen hier keine Drifts. Obwohl die Drifts fucking Spaß machen. Also driften wir nicht. Ich wollte gerade sagen, da driften wir, aber da habe ich es nicht hinbekommen. Geil, schön rausgeredet, Rayon. Schön rausgeredet. Das habe ich zu eng angesetzt.
Wenn man Drift einmal zu eng angesetzt hat, dann entbeschleunigt man so extrem, dass man den Drift gar gleich vergessen kann. Dass man beim ersten Mal schafft. Aber schön. Aber geil. Okay, jetzt wollen wir mal das Nitro reinsetzen. Das Nitro ist auch so richtig geil. Man kann vor der Kurve schön das Nitro ausnutzen, um schön auf Driftgeschwindigkeit zu kommen. Das ist geil. So, wir haben hier ein Highspeed-Rennen, wie es aussieht. Wenn ich Highspeed hinbekommen würde. Sehr schön. Ein bisschen auf die Strecke konzentrieren, habe ich gelernt, ne? Das kann manchmal helfen. Ich setze die Kurven immer wirklich zu eng an. Ich bin aus anderen Spielen gewohnt, dass man die Kurven so früh anfangen muss. Das muss man in dem Spiel nicht. In diesem Spiel ist es sogar besser, wenn man die Kurven später schneidet. Wesentlich besser. Und dann kracht man nicht in die Bande, wie so ich in jeder Kurve. Ja, jetzt voll genug. Ja, bist du. Easy. Geh weg, Zivilist. Pfui. Da haben wir eine schöne lange Kurve. Ah. Schön. Das ist eine Sinfonie fürs Auge. Ich finde das geil. Ah. Ah, das ist schön. Ich weiß nicht, wie es euch geht beim Zugucken oder so. Aber beim Spielen, wenn du merkst, dass der Drift so richtig schön quer kommt und du richtig fühlst, wie die Kurve dich dir hingibt. Du so richtig geil durchslidest. Da geht einem richtig das Herz auf. Das ist richtig schön. Oh. Ich genieße das. Ich weiß nicht, wie es mit euch vor dem Bildschirm ist, aber... Ich weiß nicht, wie das so rüberkommt. Keine Ahnung, wie es mit euch ist. Wenn man selber spielt, ist es mega. Das ist so ein richtig geiles Gefühl. Oh. Traumhaft. Einfach traumhaft. Schön. Ich würde sowas mal im Real Life gerne machen. Ist das legal? Was wir hier gerade machen? Die Sonne geht schon wieder auf, das finde ich geil. Ja, beschleunigen wir mal durch, weil hier haben wir eine schöne, teilweise gerade. Oh, da vorne haben wir eine gute Kurve. Okay, die hat mich ein bisschen zu spät angebremst. Mein Fehler. Ach, das ist schon das Ziel. Okay. Folgen die Bande. Siehste mal, das war easy. 3 Minuten 16. 20 Sekunden schneller. Nee, sogar mehr. 25. Mehr wie 25. 28. Geil aber. Geil. Ich bin richtig impressed. Finde ich schön. So, schön. Geil. So. Was ist für mich für ein Platz? Fünfter. Mann, okay. Karte. So, was haben wir denn vor? War nichts in der Nähe, oder wie? Ist nicht ganz so geil. Fangen wir mal. Hier hatten wir Amy. Amy ist Garage, ne? Das ist die Garage, ne? Ist das die Garage? Das ist die Garage. Treff Amy in der Garage. Okay. Dann fahren wir da wohl hin. Ja, wir fahren. Ja, Spike, bitte. Mist! Hast du das gesehen? Wow! Ich war dabei. Ja, die Route war geil. Da hast du recht, Spike. Die Route war mega. Die Route war richtig fett. Die hat so richtig gebockt, die Route. So richtig Highspeed runter den Berg. Richtig geil war die Route. Spike, hast du dich übertroffen? Das war richtig geil. Ah, schön. Ich finde, dass der Supra sich mittlerweile genauso fährt, wie ich sich an Supra fahren soll. Und zwar ohne zu bremsen, jede Kurve nehmen können. Einfach durchziehen den Berg runter. Okay, das ist wieder zu eng genommen. Oh, shit. Wow. Alter. Schön, okay. Ich kann alles auch. Den Donut haben wir schon. Haben wir den Donut schon? Komm, dreh rum die Karre. Gezählt? Ja, Nuss Schoko, Fatsch. Oder Futke, oder wie man das auch ausspricht. Keine Ahnung, aber ist lecker. Ich fällt gerade auf, dass alle Donuts irgendwie die Bezeichnung von irgendwelchen Süßigkeiten haben. Ist das doch schon aufgefallen? Ich weiß es nicht. So, zur Garage fahren wir noch und dann machen wir einen Cut. Wie lange ist die Folge schon? Egal, komm. Der hatte heute eine richtig geile Folge. Ich habe die genossen, die Folge heute. Der hatte so ein richtig schönes Erfolgserlebnis. Und Leute, ich kann driften. Der Nichtskönner Rayon kann driften. Aha! Und scheiße, und traurig ich gegen die Bande. Ja, ist schön, okay. Komm schon, aber jetzt eine schöne Kurve. Ja. Die hätte schön werden können.
Ich darf nicht zu viel reden, dass ich irgendwas kann. Da kann ich nichts mehr. Das macht mich nämlich dann sofort nervös. Dann ist es vorbei mit mir. So. Genau so habe ich das gemeint. Was war das gerade für ein Blitzer? Darf ich das nervös machen? Nee, ne? Alles okay, ne? Ja, Robin, bitte? Ja. Wer spricht da? Egal, das soll mitmachen. Alles klar, bist sympathisch, Bruder. Obwohl ich die Risky Devils gar nicht mal so mag, die mit ihren blöden Drift-Trains und so weiter. Ich bin kein Fan von Trains. Driften? Ja, mega. Aber diese Trains. Ah, nein, die nerven nur. Kann doch jeder für sich fahren. Oder besser gesagt, wir können ja in der Gruppe fahren, aber nicht, dass wir angewiesen sind, maximal 30 Meter auseinander zu stehen oder auseinander zu fahren. Das ist dann aber wieder ein bisschen assi am Ende. Aber egal. Ist auch schön, dass er sagt, egal, wenn du da telefonierst, soll mitmachen. Das ist meine Großmutter, Alter. Nee, er soll mitmachen. Komm, lass sie mitmachen. Ja, okay, da kommt die alte Großmutter mit ihrem alten, Polo um die Ecke. Ich hab nichts gegen Polo, aber das ist mir gerade das erste Auto, was mir eingefallen ist. Leute, was macht ihr hier gerade? Tuning-Treffen? Aber Leute, ich muss weiter, tut mir leid. So, hier ist die Garage, Leute. Aber Leute, ich... Ist das dein Ernst? Was ist deren Mission? Was ist deren Mission? Leute. Egal, ich mache jetzt einen Cut und sage, Ryan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Lasst auf jeden Fall Bewertung da, kommen und alles, ihr wisst, wie's läuft. Was ist mit den zwei Vögeln hier los? Sind die verrückt? Egal. Leute, bis morgen, 16 Uhr, ihr wisst, wie's läuft. Ryan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.